Herzlich willkommen zu unserem Webcast über das Thema BIM 360 Schnellstart. Mein Name ist Olga Proskunina von der Firma ASAKA CAD Systems. In den letzten Tagen und Wochen haben wir viele Anfragen über BIM 360 und insbesondere BIM 360 Design erhalten, weil das Thema Remote-Arbeit derzeit sehr aktuell ist. Deswegen, in diesem kurzen Webcast zeige ich Ihnen heute, wie Sie schnell mit der Plattform starten können, wie Sie BIM 360-Account zum ersten Mal zugreifen und die Services aktivieren. Und wir werden heute auch uns anschauen, wie Sie Kontoadministratoren und Mitglieder hinzufügen und dann die Projekte erstellen. Nur ganz kurz einen Schritt zurück, falls jemand von Ihnen über BIM 360 heute zum ersten Mal hört. BIM 360 ist eine cloud-basierte Plattform für teamübergreifendes Arbeiten im Bauprojektmanagement. Sie bietet als Projektplattform die Möglichkeit, Projektdaten im gesamten Lebenszyklus des Bauvorhabens zu koordinieren. Und mit Hilfe von verschiedenen Modulen können Sie dann die Prozesse von ersten Entwurf, Bauvorbereitungen bis zum Gebäudebetrieb abbilden. Dazu kommen dann verschiedene Desktop-Applikationen, die auf die Projektdaten, die in der Cloud liegen, zugreifen. Und zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, die dritte Partei-Apps mit Hilfe von Autodesk Forge zu integrieren. BIM 360 ist so strukturiert, dass für jede Bauphase ein eigenes Modul gibt, die Prozesse in diesem Modul abbilden. Als Basismodul dient hier BIM 360 Docs, sozusagen ein Ablageort für die Projektdateien. Und dann kommen zusätzlich andere Module, wo BIM 360 Docs auch enthalten ist. Das heißt BIM 360 Design als Modul für die Planungsphase, BIM 360 Coordinate für die Modellkoordination und Kollisionsermittlungen, BIM 360 Build, ein Vor-Ort-Modul für die Baubegehungen und als Teil davon BIM 360 Cost für die Kostenmanagement. Und natürlich die ganze Administrationsebene für die Konto- und Projektverwaltung. Weil ich Remote-Arbeit schon erwähnt habe, bietet hier Autodesk die Lösung für Cloud-Zusammenarbeit mit Hilfe von BIM 360 Design-Modul. Dieses Modul ermöglicht die Planungsteams, unabhängig von ihrem Standort, gleichzeitig an gemeinsam genutzten Revit-Modellen zu arbeiten und ohne Beschränkung der Benutzeranzahl und ohne Speicherbegrenzung. Es funktioniert folgendes: Die zentrale Datei liegt auf dem Server, auf BIM 360 Docs, und der Zugriff darauf passiert einfach ortsunabhängig. Und alle Änderungen von verschiedenen Planungsteams und Disziplinen werden versioniert und dann als Pakete zwischen Teams ausgetauscht. Der Rest ist die gewohnte Arbeitsweise mit Erstellen von Worksets und Synchronisieren mit der Zentraldatei. Wir werden uns in den nächsten Webcast auch im Detail anschauen, wie Sie schnell mit diesem Modul starten könnten und BIM 360 Zusammenarbeit aus dem Revit initiieren. Und jetzt zurück zu unserem Thema. Wie aktivieren Sie Ihren BIM 360 Account? Meistens ist es immer nur ein paar Klicks. Hier muss man nur unterscheiden zwischen der Aktivierung des BIM 360 Designs, wo ein paar Punkte gibt, die ich heute auch zeige, und der Aktivierung der anderen Module, zum Beispiel BIM 360 Docs. Zuerst schauen wir uns jetzt die Aktivierung des BIM 360 Dokumentmanagements als Beispiel. Sobald ein Abonnement von BIM 360 erstellt wird, kann der Kontoadministrator BIM 360 Account aktivieren. Und wenn Sie der erste Kontoadministrator sind, dann erhalten Sie eine Begrüßungs-E-Mail von Autodesk, die so ausschaut. Und dort finden Sie einen Link zum Aktivieren des Kontos. Und wir klicken einfach auf Activate Your Account. Hier bietet uns Autodesk zwei Optionen. Wenn Sie bereits über eine Autodesk ID verfügen, können Sie sich mit dieser Option einfach anmelden. Und wenn nicht, wenn Sie noch keine Autodesk ID besitzen, klicken Sie auf Konto erstellen und geben dann alle erforderlichen Informationen hier ein. Und so erstellen wir dann unser Autodesk Account.
Und nachdem es erledigt ist, können Sie sich als Account-Administrator beim BIM360 Plattform anmelden. Bei BIM360 können Sie zwischen EOS und EU-Server auswählen. Und das hier muss man berücksichtigen, wenn Sie sich bei BIM360 einloggen, weil dieses EU-Teil in der Adresse oft vergessen wird. Falls Sie keine Begrüßungs-E-Mail von BIM360 erhalten haben, was nicht passieren sollte, gibt es dann grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder uns Bescheid geben, sodass wir ein Case bei Autodesk aufmachen könnten und das direkt und schnell klären. Oder können Sie das auch selber lösen mit Hilfe von Autodesk-Account. Sie loggen sich einfach mit der gleichen E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Bestellung eingegeben haben. Und bei allen Produkten und Services das BIM360-Abonnement finden und auf Jetzt zugreifen klicken. Gut, sobald wir auf Jetzt zugreifen zum ersten Mal klicken, landen wir auf dieser Seite, wo Autodesk uns wieder zwei Optionen anbietet. Da wir noch keinen BIM360-Account haben, wählen wir hier die zweite Option, New to BIM360, um unseren Account zu aktivieren. Wir sollen als nächster Schritt hier einige Informationen eingeben, wie E-Mail-Adresse, Firmenname, diese können Sie dann später nicht mehr korrigieren. Vertragsnummer, diese Nummer finden Sie in Autodesk-Account unter dem BIM360-Abonnement. Diese Nummer ist nur für Vertragsmanager der Lizenz sichtbar. Und wenn das erledigt ist, können wir uns ins BIM360-Konto einloggen. Ich melde mich mit der gleichen E-Mail-Adresse an, die auch für Autodesk-Account gilt. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung einzustellen und so die Sicherheit des BIM360-Kontos zu erhöhen. Es wird bei der Anmeldung dann gefragt, die Sicherheitscode einzugeben. So, hier oben sehen wir den Firmenname, den wir bei der Erstellung des Kontos eingegeben haben. Was ich noch erwähnen wollte, hier befindet sich die Account-ID. Diese benötigen Sie für die Aufstockung der Lizenzen, sodass die zusätzlichen Lizenzen, die Sie zum Beispiel später bestellen, zu dem gleichen BIM360-Account gebucht werden. Ich klicke jetzt natürlich nicht drauf. Ich bin jetzt als Kontoadministrator eingeloggt und kann jetzt die Projekte erstellen und die Lizenzen zuweisen. Aber als erster Schritt möchte ich einen weiteren Account-Admin erstellen. Ich empfehle zumindest zwei für ein BIM360-Konto hinzuzufügen. Falls einer außer Haus ist oder krank ist, dann kann ein anderer Mitarbeiter im Büro diese Verwaltungsaufgaben übernehmen. Und was wichtig ist, Sie sollen sich keine Sorgen machen um die Anzahl der zugewiesenen Lizenzen. Der Kontoadministrator braucht keine zugewiesene Lizenz. Das heißt, Sie können so viele Kontoadministratoren erstellen, wie Sie möchten. Wie mache ich es? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Als erste in Einstellungen kann ich hier einfach auf Plus klicken und die E-Mail-Adresse des gewünschten Mitarbeiters eingeben und ihm als Kontoadministrator hinzufügen. Ich kann das auch anders machen, wenn wir jetzt zu Mitgliedern wechseln. Hier befindet sich schon eine Datenbank aller E-Mail-Adressen und Mitglieder von allen Projekten, die ich schon erstellt habe. Jetzt will ich noch ein Mitglied hinzufügen und als Account-Admin ihn definieren. Hier kann ich die E-Mail-Adresse eingeben. Der Firmenname ist hier bei Default gesetzt. Das können Sie ändern, wenn Sie mehrere Firmen erstellt haben. Und ich wähle auch eine Rolle für ihn, BIM-Manager, sodass er auch alle Projekt-Admin-Berechtigungen hat. Was passiert als nächstes? Er erhaltet eine E-Mail mit einem Einladungslink und mit diesem Link kann er dann sich einloggen oder ein Sign-In erstellen, falls er noch keinen hat. Ich bin wieder im Mitgliederverzeichnis und will jetzt auch andere Mitglieder einladen, die keine Account-Admin-Rolle übernehmen und nur an Projekten mitarbeiten. Ich mache es genau so, hier Mitglieder hinzufügen, gebe die E-Mail-Adresse ein, definiere die Rolle als Architekt dieses Mal. Der Architekt bekommt eine E-Mail mit einem Einladungslink
und kann dann dieses Account auch aktivieren. Und der Status wird sich auf aktiv ändern, sobald die Einladung angenommen wird. Sobald wir alle Mitglieder ins Mitgliederverzeichnis eingetragen haben, können wir als nächster Schritt das erste Projekt erstellen. Ich habe jetzt zum Feld Projekte gewechselt, klicke auf Hinzufügen, um ein neues Projekt zu erstellen. Wie üblich gebe ich hier die Projektname ein, definiere den Projekttyp, Art des Gebäudes. Alle Informationen können Sie auch später eintragen. Projektbild, das Logo empfehle ich Ihnen sehr. Es hilft einfach visuell bei mehreren Projekten, sich schnell zu orientieren und ein richtiges Projekt zu finden. Und so können wir die Informationen speichern. Ich bin jetzt im Projekt drinnen als Projektadministrator und kann die Mitglieder, die wir eingegeben haben, zum Projekt einladen. Ich kann 11 und 12 die Firma definieren, die Rolle als Architekt und BIM-Manager und dann zum Projekt hinzufügen. Hier sehen wir, dass noch keine Module freigeschaltet sind. Das ist dann unser nächster Schritt. Wir wechseln zu Dienste. Und hier können wir die Module aktivieren. Es gibt auch die Möglichkeit, die Vorlagen zu übernehmen von anderen Projekten, zum Beispiel Aufgabentypen oder Ordnerstruktur. Das machen wir jetzt nicht und geben einfach die E-Mail-Adresse ein, die Firma von Projektadministrator für das Modul und auf Speichern klicken. Wir können auch zusätzliche Projektadministratoren hinzufügen. Für Design Collaboration machen wir genau das Gleiche. Das ist der erste Schritt für die Aktivierung des BIM 360 Designs. Das nächste Schritt schauen wir uns später an. Und hier, wenn wir alle Projektadministratoren eingegeben haben, sind die Module in BIM 360 Plattform aktiviert. Wenn wir jetzt zum Mitglieder wechseln, sehen wir, dass Zugriff freigegeben wurde. Für die Aktivierung der BIM 360 Design Lizenz ist noch ein Schritt notwendig. Und zwar ist die Zuweisung der Lizenz in Autodesk Account. Vertragsmanager ist der Einzige, der Zugriff dazu hat. Er muss sich ins Autodesk Account einloggen und in der klassischen Benutzerverwaltung der Benutzer der BIM 360 Design Lizenz benötigt, finden und auf Zugriff ändern klicken. Hier in der Liste BIM 360 Design Abonnement finden und die Lizenz zuweisen. Und damit ist die Aktivierung des BIM 360 Design Abonnements erledigt. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich für Sie und Sie können mit dem ersten BIM 360 Projekt schon loslegen. Ich freue mich sehr auf Ihre Feedback und Fragen und bis zum nächsten Webcast.